Sejong ist ein Pokémon mit den Typen Eis und Wasser und existiert seit der dritten Spielgeneration, kann sich aus Seemobs entwickeln und sich selbst wiederum zu Valraiser weiterentwickeln. Sejong ist ein walrossartiges, hauptsächlich blau und beige gefärbtes Pokémon. Sein rundlicher, speckiger Körper weist zwei längliche Vorderflossen und eine breit gefächerte Schwanzflosse auf. Sein rundes Gesicht setzt sich aus einem breiten Maul mit zwei kleinen Stoßzähnchen, über denen ein auffälliger Schnurrbart thront, und kleinen dunkelbraunen Knopfaugen und zwei Nasenlöchern aus. Seine Shiny-Form zeigt hauptsächlich lilafarbenes Fell. Sejong ist besonders langsam und nicht besonders kräftig, weist jedoch vergleichsweise hohe Kraftpunkte und gute Verteidigungsfähigkeiten auf. Gegnern rückt es mit mächtigen Attacken des Eistyps zu Leibe, wie beispielsweise Aurora-Strahl, Blizzard oder der K.O.-Attacke Eiseskälte. Es nutzt jedoch auch seinen rundlichen Körper aus, um mittels ein Igler seine Verteidigungsfähigkeiten zu verstärken oder einem Feind mit Walzer zu begegnen. Es kann bedeutend schneller rollen als laufen. Sein speckiger Körper eignet sich zudem für Body Slam und schlägt sich auch in seiner Fähigkeit Speckschicht nieder, welche es vor Feuer- und Eisattacken schützt. Seine Fähigkeit Eishaut verdeutlicht einen kalten Lebensraum und erlaubt es ihm, in Hagelstürmen Kraftpunkte zu regenerieren. Bei seiner Entwicklung erlernt er die Attacke Angeberei. Sejong scheint faul und schläfrig zu sein, mittels Erholung und Schlafrede nutzt es dies für sich aus. Einige wenige Exemplare weisen dazu passend die versteckte Fähigkeit Dösigkeit auf, welche die Wirkung von Anziehung verhindert. Wilde Sejong bevorzugen sehr kalte, wasserreiche Lebensräume. Sie finden sich in großen Herden zusammen, welche über Eisschollen ziehen. Sejong ist für seine empfindsame Nase bekannt. Ihm unbekannte Dinge beschnuppert es zunächst und berührt sie mit seiner Nase. Es hat die Angewohnheit, alles Rundliche, was es sieht, mit großer Kunstfertigkeit auf der Nasenspitze zu jonglieren. Selbst seine Vorstufe Seemaps nutzt es dafür gerne aus. Dabei lernt es auch etwas über die Beschaffenheit und den Duft und entscheidet dann, ob ihm das Objekt gefällt oder nicht. Dabei ist Sejong der zweite Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe, entwickelt sich aus Seemaps und kann sich selbst zu Valraiser weiterentwickeln. Sein speckiger Körper nimmt im Laufe der Entwicklungen stark an Größe und Gewicht zu und es prägt seine Gliedmaßen stärker aus. Auch entwickelt ist sein Schnurrbart, der schließlich sein gesamtes Gesicht umschließt, sowie große Stoßzähne. Die Entwicklung von Seemaps zu Sejong geschieht auf Level 32 und von Sejong zu Valraiser auf Level 44. Und mit seiner Typenkombination nimmt es Viertelschaden gegen Eisattacken, halben Schaden gegen Wasserattacken, doppelten Schaden gegen Kampf, Gestein, Pflanzen und Elektroattacken, hat es die Fähigkeit Speckschicht, wird Feuer zu halbem Schaden und gegen Eis wird es immun.